Hallo zusammen, heute soll es um das Thema Photoshop gehen. Um das Programm Photoshop. Wir haben letztes Mal den Lightroom Workflow gezeigt, wie wir das machen. Und heute soll es um eine Grundbearbeitung oder Retusche gehen im Photoshop. Jan hat das in der Ausbildung gehabt, das Programm wird euch das sehr gut erklären können. Und ich werde dann mein Ketchup dazugeben, was ich dann so dazu sagen kann, ich bearbeite nicht sehr viele Bilder im Photoshop und aus diesem Grund würde ich sagen, starten wir, Jan, ich übergebe dir das Wort. Bitte, lass mich gerade ein bisschen, hast du ein Konzept gebracht mit deinem Ketchup. So. Das ist gut, nicht immer Senf, der wird total überwältet. Also, Thema Photoshop, grundsätzlich importieren Drag and Drop und dann öffnet das Programm. Kleines Fenster taucht auf wegen dem Farbraum. Ich klicke da grundsätzlich auf das eingebettete Profil, falls diese Meldung mal kommt. Dann als erstes, weil es jetzt ein JPEG ist, kommt das Fenster nicht gleich. Man kann das aber auch von Hand aufmachen. Ich spreche vom RAW Converter. Und zwar, normalerweise kommt dann dieses Fenster, wenn man ein RAW-Bild ins Photoshop importiert. Und dann sieht es eigentlich ziemlich ähnlich aus wie im Lightroom. Auch da habe ich einen ähnlichen Ablauf, wie du das hast im Lightroom. Einerseits mal den Weißabgleich, die Farbe ein bisschen anzupassen. Grundsätzlich funktioniert genau gleich. Dasselbe, ja, da können wir auch relativ schnell durchdenken. Genau, gleich. Ich stelle das jetzt nicht ganz genau richtig ein, wir gehen jetzt mal grob durch. Belichtung. Ebenfalls wie im Lightroom gehabt, Kontrast, separat gesteuert, Lichter. Auch hier benutze ich sehr gerne die Anzeigen oben links und oben rechts im Histogramm, wo die ausgebrannten und die also total weißen und schwarzen Stellen gezeigt werden. Wenn ich jetzt da die Tiefen runterziehe, sollte es irgendwann kommen. Hier in der Mitte sieht man es schon, wird es blau. Das ist eine Anzeige dafür, dass diese Bereiche, die blau sind, sind 100% schwarz, hat das keine Bildinformationen, dasselbe auch im Weiß mit den roten Stellen. Da ist mein Stil ein bisschen wieder zu schauen, dass es möglichst ausgeglichen ist. Ich versuche da eigentlich mehr oder weniger zu schauen, dass es nicht zu viel blau hat oder dort, wo es blau hat, sollen auch keine Informationen sein, die mir wichtig sind. Also jetzt da bei der Hand, bei der Gitarre, das darf komplett schwarz sein, das interessiert niemand. Ebenfalls bei den Lichtern, ich stelle das einfach schon grob ein, dass das plus minus stimmt. Und da unten kommt dann die Klarheit, benutze ich da im Konverter selber nicht groß, weil ich es im Nachhinein noch separat schärfe. Im Lightroom hingegen mache ich das auch direkt. Sonst Geschmackssache, Dynamik und Sättigung, geht grundsätzlich um die Farben, wie gesättigt die Farben sein sollen. Auch wieder eine Geschmacksfrage. Ich tendenziell gehe da nicht, meistens nicht zu hoch oder zu tief, also nicht zu hoch, weil die Farben mir dann schnell zu knallig sind. Und sonst schwarz-weiß auch möglich über die Farbsättigung. Genau. Lassen wir aber mal auf neutral und dann bestätigen wir das und dann kommen wir in das normale Photoshop, die normale Photoshop-Ansicht. Jetzt da, was ich gerne mache, ist auch ein bisschen eine Typsache, ist eine Kopie. Weiß nicht, ob das anders. Ja. Machst du das auch, ja? Einfach grundsätzlich mal, um alle Effekte oder Bearbeitungen, die kommen, versuche ich dann auf weiteren Ebenen zu machen, aufzubauen, genau, aus einem einfachen Grund. So kann ich die Effekte jederzeit ausblenden, einblenden, dann sehe ich, was ich gemacht habe. Teilweise merke ich auch, ist ein bisschen zu stark, kann ich reduzieren. Zeige ich gleich später nochmals. Jetzt hier ist das Erste, was ich am Bild in der Regel mache, ist alles bezüglich Helligkeit, Farbanpassung. Teilweise, wenn es ein Bild ist, wo das Zuschneiden ein bisschen tricky sein kann, mache ich das auch zuerst, dass ich sehe, ob das Bild überhaupt so wirkt, wie ich es auch mir vorstelle. Ansonsten beginne ich eigentlich mit der Helligkeit, also ich sage jetzt eine Grundbearbeitung. Genau, auch da habe ich wieder die Möglichkeit, über eine Tonwertkorrektur oder Gradationskurven zu arbeiten. Ich arbeite hier gerne mit der Tonwertkorrektur, halt weil es sehr simpel ist. Bei der Gradation kann man schnell durch verschiedene Regler auch viel verstellen oder zu viel. Oder eben zu viel verstellen. Und grundsätzlich auch für das schnelle Arbeiten ist das sehr praktisch. Hier halte ich gerade die Alt-Taste gedrückt und dann kann ich hier entsprechend Regler dagegen korrigieren. Jetzt, wenn das Bild schwarz ist, wenn ich drauf drücke, zeigt es mir die Bereiche an, die noch Informationen haben. Und sobald hier das Rote kommt,
sehe ich dort, dass eigentlich die Bildinformation völlig ausgebrannt ist. Also nicht das Rote, das Weiß ist es jetzt da und das Rote wird langsam immer mehr. Umso heller das wird, umso mehr wird ausgebrannt. Sieht man jetzt sehr gut an der Stirn. Das ist der Effekt, der auftaucht. Das ist eigentlich das Ähnliche wie der Ecken oben links und rechts, den man anwählen kann beim Histogramm im Raw oder im Lightroom. Genau, geht in dieselbe Richtung. Auch dasselbe mit den Tiefen ist hier auch möglich. Da versuche ich einfach zu schauen, dass ich keine Informationen verliere im Bild, wo ich sie haben möchte. Das ist zumindest der Grundgedanke. Wenn ich jetzt finde, hier im Glas darf es komplett schwarz sein, dann kann ich das gut entsprechend gegen korrigieren oder so dunkel machen, bis es da wirklich in der Brille komplett schwarz ist und dann ist es komplett schwarz. Ich mache jetzt das extra bewusst mal extrem, weil das Tolle hier jetzt am Photoshop im Vergleich zum Lightroom ist, genau, die Arbeit mit den Ebenen, mit Masken ist ziemlich übersichtlich, wenn man viele verschiedene Einstellungen kombinieren möchte oder nur auf Teilbereiche von einem Bild anwenden möchte. Hier in diesem Fall, über das Thema Masken will ich nicht zu detailliert eingehen, das ist auch ein bisschen ein Thema, da müsste man fast separat darauf eingehen. Grundsätzlich kann ich jetzt hier beispielsweise mit dem Pinsel reinkorrigieren und sagen, hier soll der Effekt, also der Effekt oder die Tonwerkkorrektur nicht angewendet werden, kann ich hier, ich mache es ganz grob, jetzt ziemlich unschön, kann ich sagen, hier soll es nicht anwenden. Und dann, wenn ich jetzt eine Ansicht abrufe, ist auch mit der Alt-Taste auf die Maske gedrückt, sehe ich hier weiß, wo der Effekt angewendet wird, kann ich auch noch genauer arbeiten und mit schwarz zeigt den Bildbereich an, wo der Effekt nicht angewendet wird. Sonst eben das Tolle in den Ebenen, jetzt sieht man auch das Auge, das man hier hat im Bildschirm. Wenn ich jetzt hier klicke, sehe ich das Bild ohne diesen Effekt und wenn ich drauf klicke nochmals, sehe ich es, wenn das Auge da ist, wie es Bild jetzt aussieht mit Effekt. Genau. Jetzt machen wir das mal ein bisschen neutraler. Sagen wir jetzt mal, jetzt finde ich das zu extrem. Da kann man bei jeder Ebene hat man die Deckkraft und kann man das entsprechend noch ein bisschen gegenkorrigieren oder ein bisschen den Effekt minimieren. Umso tiefer die Zahl ist bei der Deckkraft, umso weniger, sag ich mal, an Effekt wird angewendet. So kann man sich es ein bisschen vorstellen. Bei 100% wird es ganz angewendet. Aber nur in diesen Bereichen, wo die Maske weiß ist. Genau. Mache jetzt das relativ dezent, dass wir noch das Bild halb anständig hier sehen. Dann sonst eben. Ja. Vielleicht noch etwas kurz. Du gehst immer unten rechts auf die Leiste. Ich selber habe die Korrekturen immer offen. Das ist rechts in der Mitte. Mhm. Beim Fenster hier kannst du auf Korrekturen. Ich arbeite mit diesem Fenster. Dann kannst du auch unten die Leiste mit den Ebenen nach oben ziehen, dass du mehr Platz hast für mehr Ebenen. Das, und das ist halt eine Sache, jeder hat seine Art zu arbeiten im Photoshop und jeder hat seine Einstellungen, wie er schnell auf verschiedene Sachen zugreifen kann. Und wichtig ist einfach, es gibt keinen richtigen, kein falsch, sondern jeder macht es so, wie es für sich am besten geht und am schnellsten arbeiten kann. Und das ist auch, wenn du gewohnt bist, unten auf das Symbol zu klicken, dann bist du eigentlich nur ein Klick längsamer, als wenn du oben klickst. Das ist, keine halbe Sekunde. Aber grundsätzlich einfach von der Oberfläche, man kann sehr viel einstellen und Fenster verschieben und rausnehmen. Die einen arbeiten auch mit dem ganzen Werkzeugfenster frei, also nicht gebunden an den Rand, sondern frei im Bildschirm, dass sie dann die Leiste je nachdem verschieben können, genau. Und dann je nach Bild können sie dann oben platzieren oder auf der Seite. Ich bin auch ich habe es gerne am Rand, immer an der gleichen Stelle. Einfach so als Tipp noch, dass man kann sich das einrichten, wie man möchte. Alle Fenster kann man rausziehen und ändern und löschen und überhaupt. Also ist übrigens sehr genial hier gemacht. Oben alles unter Fenster, was dort, angezeigt wird. Das ist irgendwo auf dem Photoshop schon offen und alles, was kein Häkchen hat, könnte man auch einblenden. Also wir sind ja sehr dezent unterwegs mit diesen wenigen Fenstern in dem Sinn. Kommt auch auf den Anwendungsbereich drauf an. Was du mehr brauchst, blendest du ein, logisch. Genau. Ja, ansonsten grundsätzlich eben zum Thema Korrekturen, das sind ja eben alles Geschichten wie Tonwerkkorrektur, Gradationskurven sind jetzt die beiden, die wir kurz angesprochen haben. Hier findet ihr noch alle weiteren, die man gleich über eine Schnellauswahl auswählen kann, über diesen Halbmond oder über diese Fläche hier. Gibt x verschiedene Möglichkeiten, auch hier oben unter Bildkorrekturen kann man es auch anwählen. Gewisse Funktionen oder Korrekturen.
Da ist es so, ihr seht auch gleich immer der Kürzel dazu. Und jetzt in diesem Fall ist es aber so, wenn ich dieses Kürzel mache, jetzt beispielsweise für die Tonwerkkorrektur, gibt es mir keine neue Ebene, sondern es ist einfach ein offenes Fenster. Aber jetzt muss ich schauen, jetzt habe ich gerade eine Tonwerkkorrektur für die Tonwerkkorrektur gemacht. Jetzt machen wir das mal anders. Geht auch über diesen Weg so. Dann sehe ich jetzt hier, stimmt das Histogramm überein. Jetzt kann ich hier alle Korrekturen normal machen, sieht alles gleich aus. Nur wenn ich jetzt hier etwas anwende, mache jetzt mal irgendetwas so, ein bisschen etwas Extremes, okay, dann ist der Effekt angewendet und ich kann ihn nicht mehr bearbeiten im Nachhinein. Ich kann ihn wieder rausnehmen über das Protokoll oder Command-Z, dann verschwindet er wieder. Aber das Problem ist, wenn ich weitere Bearbeitungsschritte mache, kann ich den nicht mehr rückgängig machen. Oder ich muss alles andere, was ich nachher bearbeitet habe, ebenfalls wieder löschen. Und deshalb arbeite ich mit den Ebenen. Und genau. Zusätzlich noch dazu ist, sobald du bei den Korrekturen anwählst direkt, hast du immer eine separate Ebene und eine Ebenenmaske dazu. Genau. Und das hast du sonst bei den Filtern nicht. Das ist jetzt hier unten. Und das ist dann genial. Genau. Weil das ist das, was Photoshop einfach auszeichnet mit den Masken. Ja. Sehr, sehr universal, geht gerade in diesem Bereich, wo man Teilbereiche bearbeiten möchte, wie gesagt, oder einfach universal, ich sage jetzt mal frei sein möchte, um das ganze Bild anzupassen, wie man will. Das ist mit Lightroom ein bisschen beschränkter. Ich sage jetzt mehr auf das ganze Bild, gibt auch Möglichkeiten, Teilbereiche zu bearbeiten, aber dezent. Genau. Sonst weiter im Text, weshalb ich auch gerne mit Ebenen arbeite, ist beim Thema Retuschen. Jetzt hier, in diesem Fall gehen wir ein bisschen rein, das war jetzt Command, Alt und 0, dann geht man in eine 100% Ansicht und jetzt hier sieht man, das ist nicht ganz perfekt scharf, aber hier in der Mitte haben wir, machen wir es noch ein bisschen größer, ein paar kleine Pickel, das kann auch etwas anderes sein, ein Mast und einen Baum, den du rausretuschieren möchtest, das ist so ein bisschen der nächste Schritt, den ich eigentlich mache bei der Bearbeitung. Jetzt hier gibt es auch verschiedene Werkzeuge, Möglichkeiten, wir gehen jetzt mal auf einen kleinen Teil ein. Was ich gerne und meistens brauche, ist der Stempel. Aus einem einfachen Grund. Es gibt ganz viele Werkzeuge, die sind sehr gut, welche schon selber automatisch korrigieren, aber leider funktioniert es nicht immer zu 100% bei, ich sage jetzt, jedem, bei jeder Retusche gleich gut. Und ich bin teilweise zu faul, all diese Werkzeuge teilweise durchzuprobieren. Gut, man lernt dann das schon ein bisschen mehr kennen, was wo besser funktioniert. Ich persönlich arbeite so gerne mit dem Stempel. Einfach gesagt, einen Bereich anwählen, dann über diesen Bereich gehen und dann eigentlich die Retusche so machen. Wir können das hier gleich mal ein bisschen größer machen oder ich mache jetzt hier mal die Kante ein bisschen härter, dass man schön sieht, was passiert. Ich sage jetzt mal, wieder mit Alt. Wieder mit Alt den Bereich auswählen und dann würde man hier schön sehen, es kopiert direkt diesen Bereich, den du vorher angewählt hast, auf diesen neuen Bildbereich, den du anwählst. Jetzt da ist es halt ein bisschen dezenter bei den Pickeln, da will ich eine weiche Kante haben, halt aus einem einfachen Grund, man soll die Übergänge nicht sehen, man soll nicht sehen, dass man retuschiert hat. Und dann kann man da eigentlich sehr gut durchgehen und die entsprechenden Pickel, Hautunreinheiten etc., was es ist, retuschieren, geht sehr gut, jetzt habe ich ein bisschen unschön gearbeitet, aber da ist es halt auch ein bisschen wichtig, dass man selber darauf achtet, wo sind helle Stellen. Jetzt hier hatten wir einen kleinen, helleren Bereich. Und wenn ich jetzt hier etwas rausretuschieren möchte, das so auf dem Übergang sitzt von hell und dunkel, dann soll ich möglichst auch etwas beispielsweise von hier unten kopieren, das auch auf dieser Kante liegt, dann sieht man das weniger. So kleine, das ist ein bisschen, ich finde ein bisschen der Nachteil, oder es ist komplizierter mit dem Kopierstempel, da man immer zuerst genau den Bereich definieren muss, den dann passen soll. Also du musst selber studieren, was passt dort, und dann wählst du die Quelle genau dort aus, wo du denkst, okay, das hat ungefähr den gleichen Helligkeitskontrast. Und darum geht es nachher auf die anderen Werkzeuge, wo vielleicht ein bisschen einfacher sind, vor allem zu Beginn, wo das automatisch gewählt wird eigentlich, oder? Man bewählt nur einen Bereich auf und dann wird das eingerechnet. Das ist ein bisschen der Unterschied, aber du hast die Kontrolle nicht. Und das ist der große Unterschied. Vor allem an Kanten oder so musst du dann mit dem Kopierstempel. Darum ist es so schwierig zu sagen, das brauche ich immer, sondern es kommt immer ein bisschen darauf an, wo ist dann die Unreinheit von einer Haut zum Beispiel oder so.
wo liegt sie, und dann wählst du das Werkzeug danach aus. Darum ist es schon wichtig, dass man alle ein bisschen kennt und ausprobiert. Genau. So, eben, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, das ist jetzt ein ganz kleiner Teil. Beispielsweise als Kontrast, eben das, was du gesagt hast, eine automatische Korrektur, wo man den Bereich vorher nicht auswählen muss, ist der Bereichsreparaturpinsel. Da kann ich gleich auf den Ort klicken, welchen ich retuschiert haben möchte. In diesem Fall da ein kleiner Pickel, da hinten ein kleiner Pickel. Funktioniert relativ gut, vielleicht jetzt sogar gerade ein bisschen besser, als ich vorgearbeitet habe. Man ist zwar auch viel schneller. Mhm. Funktioniert je nach Position ein bisschen besser und ein bisschen weniger gut. Also jetzt hier das Haar wahrscheinlich wird ein bisschen Mühe haben, kann auch gleich ziehen, dann nimmt er alles. Ja, ist jetzt ein wenig heller. Ja, dort. Ja, jetzt da finde ich es ein bisschen unsauber, man sieht jetzt hier ein bisschen, teilweise auch eine Regelmäßigkeit. Ist aber auch ein bisschen bedingt, wenn man so lange oder Sachen oder große Flächen gleich macht, dann ist es verständlich, hat das Programm ein bisschen mehr Mühe. Da hat jetzt auch noch ein bisschen etwas vergessen. Aber man muss auch sagen, du bist über 100%, 184% eingezoomt. Und wenn du das Bild dann im Internet oder so siehst, oder auf dem Handy, dann siehst du das nie. Genau. Muss man auch sagen. Okay. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, für was brauchst du das Bild. Ja, also man muss jetzt nicht, ich bin jetzt auf 100%, aber dass wir jetzt die Pickel sehen, ist nicht gerade das nächste Porträt. Aber grundsätzlich, also ich versuche schon dann die Retusche so zu machen, dass es auch nah, also wenn wir auf 100% sind, dass es natürlich aussieht, weil dann weiß ich, in großer Aufnahme sieht es auch nach wie vor noch gut aus. Aber das ist auch ein bisschen eine Frage, wie viel Zeit willst du investieren und für was brauchst du es? Wenn es ins Internet kommt für die Profilanzeige, hört auf mit so viel, mit dem vielen Retuschieren, das bringt gar nichts. Also es bringt was für euch, dass ihr was lernt, aber nicht am Endergebnis sieht man das nicht. So, genau. Und das letzte jetzt vor dem Abspeichern ist noch das Zuschneiden über die C-Taste oder links über dieses Werkzeug, Zuschneiden-Werkzeug, können wir das Bild zuschneiden. Wir haben hier oben die Angaben mit den Zentimetern, kann auch Pixel, Meter oder irgendwelche Angaben sein, welche auf eine Größe verweist. Und dann die letzte Zahl hier ist die DPI. Wichtig da, als ein bisschen als eine Faustregel, ist 300 und dann Pixel pro Zoll. Diese Zahl ist dann wichtig, wenn man in den Bereich vom Druck geht. Da können wir auch mal weiter darauf eingehen. Aber grundsätzlich 300 Pixel pro Zoll. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Genau. Dann einfach das Foto zuschneiden, wie ihr es wollt. Kurz laden lassen und dann ist es zugeschnitten. Jetzt zum Abspeichern kommt es ein bisschen darauf an. Wenn ich ein JPEG exportiere, dann füge ich alle Ebenen zusammen mit Command-Shift-E. Oder über die rechte Maustaste. Und dann hat man eine Ebene. Speichern über Command-Shift-S oder über Datei. Und da kann man ebenfalls Formate. Genau, das Format auswählen. Hier in diesem Fall wähle ich gerne JPEG, weil ich, ja, ich brauche nicht allzu viele Bildinformationen, wie das im TIFF der Fall ist, was man dort an Bildinformationen haben kann. Sonst Photoshop, je nachdem, wenn ich noch Anpassungen machen muss. That's it. Speichern, jetzt machen wir schon auf den Desktop. So. Und dann kommt noch dieses Fenster hier. Hier die Qualität wird hier angegeben als Zahl hier oben. Grundsätzlich will ich hier auf die maximale Qualität gehen, damit wir genug Bildinformationen haben. Speichern und dann war es das auch schon. Das Bild ist gesichert. Wir sind eigentlich so durch mit der Bearbeitung. Mhm. Das war ein bisschen unser Einblick oder der eigentlich für euch von unserem Photoshop-Workflow, ja? Genau, sehr gut, danke vielmals. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder vielleicht etwas, was ihr vermisst habt bis jetzt, eine Einstellung oder einen Filter oder so, dann wären wir froh, wenn ihr das auch in die Kommentare schreiben würdet. Dann werden wir nächstes Mal genauer darauf eingehen können oder ein extra Video machen können für das. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Uns würde es freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis dann. Und tschüss.